Ahoi und willkommen an Bord bei Spieletreff in Nord. Hallo. Heute zu Türchen Nummer 4. Wir sind gespannt, was sich dahinter verbirgt. Heute drehen wir es einmal um. Heute starten wir mit Exit und machen dann nachher den Holzkniffelkalender. Wir räumen diesen einmal zur Seite. Auch unsere wunderschönen Exponate, die wir jedes Mal versuchen wieder zusammenzukniffeln. Und wie Milli das letzte Mal super herausgefunden hat, war das Wort Eule, was Bezug auf das nächste Türchen nimmt, das wir uns heute hinter Tag 4 anschauen dürfen. Bitteschön. Du darfst. Ich darf. Dann darfst du nachher den Titel. Ja, passt. So. Wir haben eine Menge an Uhren. Und es ist das Türchen Nummer 4, das heißt, wir sind richtig. 3 ist gleich 12. Zeigst du es wieder her? So. Wir sind da oben. Das sind unsere Uhren. Mit einem Bett. Aha. Na, zeig an. Sag an. Gut. Hoch hinauf bist du ja schon gekommen. Aber pass auf, dass du nicht abstürzt. Ich hoffe, die Vögel stören dich nicht. Im Gegenteil. Sie können dir weiterhelfen. Dann haben wir hier eine Karte, wo drauf steht, also A ist 1, B ist 2, C ist 3, Punkt, Punkt, Punkt. Und das nächste sind eben diese Vögel in verschiedenen Farben, rot und grün. Oh, die Uhren haben auch verschiedene Farben? Genau. Die Uhren haben, glaube ich, rot und grün, oder? Und 3 ist gleich 12. Ich nehme an, das werden die Zeiger sein. Dann nehmen wir mal her und zeichne 2 Uhren, rot und grün. Die rote ist mit 12, 3. Genau. Pass auf, wenn du dir jetzt anschaust, die grünen Socken, ist einer oben und einer unten. Vielleicht ist das der Hinweis, dass ein grüner Vogel von oben und ein grüner Vogel von unten ist. Hast du noch immer 2? Wohingegen die Pantoffeln auf einer Ebene sind. Weißt du, das schaut so aus, als wäre das die Linie und die 2 sind auf einer Ebene. Es ist die Frage, welche von denen auf welcher Ebene sind. Vielleicht soll uns das einfach verwirren, dass so viele grüne und rote Vögel einfach sind. Wenn wir sagen, wir haben eine Uhr in jeweiliger Farbe, wir haben Pantoffeln auf der gleichen Ebene und Socken auf unterschiedlichen Ebenen. Ich glaube, wir denken da zu kompliziert zu. Okay. Tja, ich glaube, heute brauchen wir mal definitiv einen Hinweis, um ein bisschen in der Lösung voranzukommen. Was sagst du? Naja, machen wir das. Okay. Dann schauen wir mal. Heute definitiv. Wie geht's weiter? Da wirst du runter müssen. Türchen 4. Musst du umdrehen. Okay, Türchen 4. Rätselkarten. 3 Rätselkarten. Hinweis 1. Die Schnäbel der Vögel. Weiter. Die Schnäbel der Vögel zeigen. Das ist schwer zum Lesen, gell? Die Schnäbel der Vögel zeigen dir eine Uhrzeit
im Raum. Stopp! Und rein. Okay. So, bei den Eilen haben wir 10 vor 3. Ja. Welche Uhrzeit ist das genau? Ich hänge ein bisschen mit dieser Uhrzeit. Welche Uhrzeit soll denn das jetzt sein? Das ist 19.20 Uhr, kann das sein? 19.25 Uhr, oder? Ja, man sagt ja auch nicht, dann da oben, das ist ein Punkt. Geradeaus. Ja, der eine verwirrt mich sowieso. Ist das jetzt zum Kombinieren? Weil dann ist es 5 und 7 Uhr, oder 17 und 19 Uhr, oder ist es 19.20 Uhr, oder ist es 18.20 Uhr, das ist halt die Frage. Jede Uhrzeit ein Buchstabe, zum Beispiel. Rot, A22. 1 Rot ist gleich A22 Grün. Ist also, gleich V. Also 1 Rot ist A, 22 Grün ist V. Ah. Unser Wort ergeben. Das ist dann, die Vögel geben dann immer die Stunde an, oder was? Okay. Also er schreibt jetzt das Alphabet auf. Die Folge. So, ist das ein V? Ein V. Mhm. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. V. Passt das wahrscheinlich. Mhm. Wenn das. Was ist das? 19. 7. G. Mhm. Vogel. Wenn wir das Vogel lassen. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, ja. V. Das ist 12. Vogel. Mhm. So, dann haben wir da 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Dann haben wir da 1. Dann haben wir da, was ist das? 21. Ja, 21. 10. Und das ist. 19. 19. 22, 21, 20, 19. Vogelhaus! Okay, meine Lieben. Ah, Vogelhaus. Jetzt macht das Ganze einen Sinn. Wir haben uns einfach dann das Alphabet jetzt aufgeschrieben und haben jetzt da anhand der Uhrzeiten einfach dann die Schnäbel genommen, welcher Buchstabe im Alphabet ist, ganz einfach, welcher Vogel. Jetzt haben wir drauf gekommen, das Ganze bedeutet Vogelhaus. Und das ist für Tag Nummer 5, morgen mit einem Wort, hier unten. Ja, das war schon mal etwas kniffliger, wenn man echt nicht ums Eck denken kann. Mhm. Indem wir scheinbar echt nicht ganz gut sind. Morgen wird's besser. Morgen wird's definitiv besser. Das war der erste Punkt. Und Nummer 2 ist jetzt hier. Bitte schön, du darfst Nummer 4 öffnen. Also ich weiß nicht, wie die Staatsgeheimnisse verbergen. Aha. Ist ja hübsch, schau. Ist er hübsch? Oh, ein Rubik's Cube. Okay, das geht nicht. Yeah. Ah. Das verbirgt sich unter Tür Nummer 4. Fesch. Hübsch, gell? Fesch, fesch.
Deckel kaputt. Auseinander. Ja. Wow, der ist ja cool. Oh. Total cool. Hey. Hast du mich gelöst oder nicht? Na sicher, ich habe das auseinandergenommen. Hast du ihn auseinandergenommen? So, jetzt machst du es wieder zusammen. Ah ja, dann hast du es gelöst. Hab ich. Das war alles? Ja. Ja. Das heißt, das war alles. Das war jetzt irrsinnig schwer, bitte. Hast du nicht gesehen, wie ich mich gequält habe? Ah, da ist eine Schnur drin. Das ist ein Gummizug. Nein, dann musst du drehen. Aber das finde ich cool. Das finde ich sehr cool. Alter, ist das krass. Mhm. Auf die Idee musst du mal kommen. Wahnsinn. Ja, wie gesagt. Er wurde schnell gelöst. Da geht's nicht weiter. Du musst schon aufpassen, wo die Ecken sind. Schon an die Ecken, ja, musst du dich halten. Ist schon klar. Und es dürfen nur 3 Würfel pro Seite sein. Ja, ist mehr, schon klar. Sonst geht es nicht sicher. Achso, es sind schon 4 da unten. Mhm. Okay. Na, du wirst deinen Spaß damit haben, ha? Schauen wir mal. Also, das haben wir noch 3. Wurscht, das machen wir dann danach. Wir haben wieder mal alle Aufgaben gelöst. Heute bei Exit halt wirklich mit 2 Hilfestellungen, weil wir einfach zu komplex und zu, ja, weit ausholen bei unseren Gedankengängen. Das wurde relativ schnell gelöst. Da ist, glaube ich, mehr die Aufgabe, wie bringen wir es wieder zusammen? Ja, das wird ein Heidenspaß. Ich hoffe, euch hat es heute genauso gefallen wie uns. Wir sagen ciao, ciao und wir sehen uns morgen. Bis morgen. Bis dahin. Ciao. Tschüss.